Ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Hack an. Und zwar geht es darum, einfach einen Trensenhalter selber zu machen. Und dafür braucht ihr einfach nur so eine leere Dose. Das ist jetzt eine Ananasdose, aber die muss natürlich leer sein. Und dann könnt ihr einfach da das Etikett so abreißen und die natürlich davor reinigen. Und dann ist ja der Deckel auch offen. Könnt ihr das so, also wenn dies jetzt die Wand ist, so festschrauben und dann habt ihr einen billigen Trensenhalter. Und was da noch praktisch ist, einfach, da kann man einfach auch noch kleine Sachen mit rein tun. Als nächstes, wenn ihr Pferde habt mit Hufeisen, die Stollenlöcher haben und die werden ja auch immer dreckig, dann muss man die jetzt immer sauber machen. Und dazu gibt es auch einen ganz leichten Hack und zwar müsst ihr einfach nur Ohrenstöpsel in die Stollenlöcher tun und das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr ein Pferd mit weißen Fesseln habt und die meistens dreckig sind, aber nicht mehr sauber gehen, könnt ihr euch Babypuder weiterhelfen. Und zwar müsst ihr es einfach nur auf die weißen Beine drauf tun, aber ihr müsst schauen, dass die weißen Beine davor vom groben Schmutz befreit sind und auch trocken sind. Und dann könnt ihr einfach das Babypuder draufstreuen und einmassieren. Und dann müssten die Fesseln wieder weiß sein. Als nächstes, wenn ihr gerne Bandagen für eure Pferde benutzt und die dann immer nass sind, das ist ja auch nicht so schön. Und dazu gibt es auch einen ganz leichten Hack. Und zwar müsst ihr einfach nur so ein Kleiderbügel nehmen. Dann könnt ihr die Bandagen einfach hier durchtun, irgendwo aufhängen und dann trocknen sie eigentlich ganz gut. Was auch noch sehr praktisch ist, sind Babytücher. Und zwar könnt ihr sie für die Reinigung vom Pferd benutzen, also wenn so grober Staub drum ist, der wo nicht rausgeht. Dann könnt ihr Babytücher benutzen und die einfach drüber reiben. Oder ihr könnt einfach eure Reitstiefel damit auch sauber machen. Was auch ganz einfach ist, wenn ihr keinen Putzzeugkasten habt oder keine Putztasche, dann könnt ihr einfach einen alten Fahrradkorb nehmen oder euch einfach einen kaufen. Das ist auch wirklich sehr leicht. Den einfach irgendwo befestigen, zum Beispiel an der Boxentür oder so. Einfach das Putzzeug rein und fertig. Das könnte dann in etwa so aussehen. Wenn ihr einen alten Spannbettlaken habt und den nicht mehr gebraucht für euer Bett oder so, dann könnt ihr den einfach als Sattelschoner benutzen. Ihr müsst das Tuch einfach einmal umschlagen und dann einfach über den Sattel drüber tun und schon habt ihr euren eigenen Sattelschoner. Der letzte Hack von mir ist, den kennen vielleicht bestimmt schon viele von euch, aber eine Zwiebel, ja, ich halte eine Zwiebel in der Hand. Oh wow. Und zwar müsst ihr die einfach in der Mitte einmal durchschneiden, die Hufe davor reinigen und dann könnt ihr einfach mit der Zwiebel so über die Hufe reiben, oder? Ja, also die Zwiebel ist praktisch ein Ersatz fürs Huffett oder Huföl. Genau. Und da bleibt der Staub nicht so dran haften wie bei Huffett. Der Nachteil ist, dass es stinkt. Wenn euer Pferd einen dreckigen Schweif hat, aber es zum Beispiel Winter ist und ihr ihn nicht waschen könnt, dann könnt ihr einfach Babyöl nehmen und zwar müsst ihr es auf eine Wurzelbürste tun und dann damit den Schweif einfach grob ausbürsten. Und wenn man damit fertig ist, dann nimmt man eine andere Bürste und bürstet es dann nochmal sauber aus. Also so, dass kein Babyöl mehr drin ist und dann wird der Schweif auch nicht mehr so schnell dreckig. Der letzte und zehnte Hack ist, wenn ihr gerade keine Aufsteighilfe da habt, nehmt einfach eine Bierkiste und steigt einfach mit der auf. Bei uns in der Reithalle haben wir sowas auch. Da ist hier eine und hier zwei aufeinander gestapelt. Aber das ist leider schon ein bisschen kaputt. Das muss man gleich mal ein bisschen reparieren. Das war's mit unserem Video. Und falls ihr den zweiten Teil wollt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Dann machen wir das auch. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und schaut unbedingt auf unserem Instagram-Account vorbei. Den blenden wir hier irgendwo nochmal ein. Bis bald. Bis bald.